So ein Wunder, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir haben es heute Montag, 3 Uhr, ist das glaube ich schon. Ja, wie ich sehe, der LKW ist angesprungen. Carsten hatte irgendwie Befürchtung, dass der LKW nicht anspringt. Aber er lebt. Ja, letzte Woche nicht gefilmt, aber da ist sehr viel passiert letzte Woche, das erzähle ich euch nachher. Ja, wir fahren heute nach Willig und ja, irgendwo ins Ruhrgebiet noch. Oh, nur wird dunkel. Naja. Da ist er. Hallo! Ein Wunder, Herrlichen. Morgens. Hast du heute Morgen kein Zielwasser getrunken? Du aber! So Freunde, wir sind hier am Flughafen Mönchengladbach. Hier ist zwar nicht viel los, weil wir müssen hier gleich bei so einem Flugzeugwerk da irgendwie so ein anliefern. Aber ich war hier schon einmal mit Carsten und ich habe hier in dem Schaufenster was entdeckt. Da steht nämlich was Schönes hinter Glas. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Eine Tante Ju, die kann man hier kaufen. Das ist nämlich kein Autohaus, sondern ein Flugzeughaus. So, jetzt kommt der Bus. Nun muss ich, glaube ich, beiseite. Aber nee, da kommt doch der Bus. So, mittlerweile sind wir schon beim zweiten Feuer, beim letzten Feuer. Ja, das ist hier so eine große Bude hier. Da fahren wir bloß rückwärts an die Rampe, packen das aus und schieben das von der Rampe runter. Der Rest machen die anderen alle, da sind genug Leute. Ja, letzte Woche nicht gefilmt, aber letzte Woche ist einiges passiert. Unser Laster war kaputt letzte Woche. Der war bei Mercedes irgendwie zur Durchsicht. Und als wir ihn wieder gekriegt haben, da lief der ja im Standgas sehr unrund. Hörte sich so ein bisschen an wie Lance Bulldog. Deshalb sind wir am Freitag mit dem anderen Laster gefahren. Da kann ich euch auch mal ein paar Bilder einblenden. Der ist von innen so ein bisschen mit Leder ausgekleidet. Oder blende ich die Bilder doch nicht ein? Nachher heulen die alle rum. Ach scheiße, ich lasse es sein. Habt ihr Pech. Was war noch? Ach ja, wir hatten noch am Mittwoch hatten wir noch eine Tour, die war geplant auf 18 Stunden. Und dann mussten wir aber noch nach Rhenen, unser Werk 2. Wir haben ja zwei Werke. Da mussten wir noch hinfahren, etwas abholen. Zwei Paletten. Vor der Tour, so gegen 23 Uhr, und dann wurde das ja ganz schön knapp mit der Rückfahrt. Aber wir haben es mit Hängen und Würgen geschafft, eine Viertelstunde hatten wir noch, als wir auf den Hof gekommen sind. Also haben wir das geschafft in den 21 Stunden. Ja, was war noch? Den Tragoholiker haben wir noch gesehen in einem Tag. Der kam uns entgegen. Ja, sonst war nichts weiter. War noch was? Nö. Oder doch? Nö. LKW kaputt, an den LKW. Ja, nee, das war alles. Ja, das war alles. So, fertig abgeladen. Ich glaube, anderthalb Stunden haben wir gebraucht. Ach ja, Schweiß gebadet hier in dem Auflieger, Affenhitze, keine Luft. Da so am Tor haben wir dran gestanden.
Junge, Junge. Und einen Tisch hatten wir drauf, der gar nicht wie viel hier ist. Jetzt für eine Tour später, also für die Tour danach. Naja, den nehmen wir halt wieder mit. So, ja, Tour beendet. Nichts Spannendes passiert. Stützzeichen runtergemacht, ja. Ja, was soll auf dem Weg zum Ruhrgebiet, was soll da auch passieren, außer Stau? Und zu sehen gab es auch nichts, also landschaftlich. So, habe ich euch das schon mal gezeigt. Wir haben zwei Hoffahrzeuge. Einmal hier das Ding. Der kann ich euch ja mal zeigen. So sieht er aus. Das ist übrigens der Treiber. Der kann Brücken und Auflieger kann das Fahrzeug aufnehmen. Und dann haben wir noch einen, der hat Allrad, der ist aber nur für Auflieger. Den kann ich euch ja nachher auch noch mal gleich zeigen. Das ist übrigens der Jan. Der ist auch, der guckt auch mal fleißig Tragelätten TV und meckert mal rum, wenn mein Video nicht pünktlich am Wochenende rauskommt. Ich kriege mir gleich einen Anschiss, deshalb schnell weg. Obwohl, dieses Wochenende war ich ja pünktlich. So, Schüßlasse. Im Übrigen, wir suchen immer noch fähiges Fahrpersonal. Ihr könnt euch gerne da bei Pimec bewerben. Oder falls ihr ein paar so kleine Details wissen wollt oder ein paar nähere Fragen habt, dann könnt ihr mir auch gerne eine persönliche Nachricht über Instagram schreiben. Das ist am besten, weil unter den Videos macht sich das eher schlecht. Ja, so, hier ist das gute Schild. Das sogenannte Palmberg-Monster steht auch groß hinten drauf. Ja. Ordentlich Lichtanlage. Ein paar ordentliche Hörner hat er auch. Ja, hier. Zusatzscheinwerfer. Der hat noch richtig eine Stoßstange, das Ding. Steht ein bisschen blöd. Kann ich nicht ganz zeigen. Aber das Ding macht mehr her als der Actros, wenn nicht. Vielleicht sollte ich mit dem Teil hier auf die Tragerfede kommen. Aber dann muss ich ja schon Donnerstag losfahren, damit ich Freitag da bin, weil das Ding fährt nur 40. Aber hat er eine Rundumleuchte? Ja, da kann ich auch bei der Autobahn fahren. Das ist nicht so schlimm.
Ja, so angekommen beim zweiten Folge müssen wir hier so mal rückwärts reinfahren. Hier laden wir ein bisschen was ab. Das ist der zweite, hatte ich glaube ich schon gesagt. Der erste war noch ein Schrank, da haben wir ganz schnell den Schrank da rausgepult. Na gut, wir mussten noch ein bisschen, der Schrank stand nicht ganz hinten, also der stand wieder so 3 Meter im Auflieger drin, da mussten wir ein bisschen rauspulen. Das war ein bisschen blöd, aber naja. Ja, wir laden jetzt schnell ab, denn wir werden noch ein bisschen einkaufen und heute Abend werden wir grillen. Ich habe 4 Steaks mit, ein bisschen Nudelsalat, wäre das auch gut. So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind hier in Würzburg, haben auch schon abgeladen. Gestern Abend haben wir noch gegrillt und Livestream gemacht. Ich habe gar nichts gefilmt, die Blödmann. Kann passieren, wenn man der schlechte YouTuber der Welt ist. Ja, fertig abgeladen, habe ich ja schon gesagt. Jetzt trinken wir noch einen Kaffee, den zweiten. So sieht er da drin aus. Die Riesenplatte müssen wir nachher noch montieren. Ja, ich gehe mir jetzt mal einen zweiten Kaffee abholen jetzt. So, den zweiten haben wir auch abgeladen und den dritten auch. Ne, den dritten haben wir abgeladen und den zweiten auch. So, ne, den zweiten haben wir abgeladen und dann den dritten. Ne? Ja, irgendwie, aber auf jeden Fall alles zusammen. Jetzt muss Carsten noch den Schlepperwagen hier umdrehen hier. Damit wir wieder rauskommen. So, jetzt fahren wir zur Stadt. Zu irgendeiner Stadt. Forchheim, war das Forchheim? Da haben wir eine ganz kleine Tischplatte, 2,75 Meter mal, was ist das, 1,20 oder was ist das? Die müssen wir irgendwie tauschen. Das kriegen wir hier nicht gedreht, weil da lauter Gabelstapler hinten quer rumfahren. So, jetzt kriegen wir gedreht. Ja, die müssen wir tauschen. Da freuen wir uns schon richtig drauf, weil die Platte ist richtig handlich. Mal gucken. Ja, also wenn das Ding die Treppe hochgeht, dann ja, streiken Carsten und nicht. Da lassen wir uns mal überraschen. Aber das Gebäude sah nicht groß aus. Ich habe schon mal geguckt auf Google Maps. So, Schranke auf. So, wir haben eben versucht, hier unsere Tischplatte loszuwerden, hier in der Stadt, bei der Stadt. Für die Stadt. Aber die haben eine Baustelle eingerichtet und da ist die Bushaltestelle, haben sie umgesiedelt, die Bushaltestelle. Die ist jetzt genau da bei der Stadt vor der Haustür, da können wir uns ja nicht reinstellen, weil das Montieren dauert ja bestimmt eine Dreiviertelstunde. Da kann man sich nicht in die Bushaltestelle stellen und die Straße ist halt so eng, dass man da mit dem LKW auch noch nirgendwo parken kann. Sprich, wenn man da parken würde, würde der Bus nicht mehr durchkommen, deshalb können wir da leider nicht anliefern. Mal gucken, wir haben jetzt bei Primark angerufen und denen die Situation erklärt. Ja, mal gucken. Wahrscheinlich werden wir die Platte jetzt zum Händler bringen, denke ich mal. Und dann wird der sich darum kümmern, weil mit dem Transporter hat man da wesentlich mehr Möglichkeiten als mit so einem langen LKW. Ja, wir stehen jetzt hier so hier am Fahrbahnrand hier so, mitten in Rabatten. Hier ist Verkehr gesehen. Und ja, warten jetzt mal, was so passiert. So, und so ist man entschieden, wir sollen die Platte hier zum Händler direkt bringen und da wird die dann irgendwann abgeholt und montiert. Von unserem Kundendienst wahrscheinlich, die haben Transporter und die können auch wesentlich besser parken. Was? Ja, kannst du reinmarschieren, ja. Ich versuche schon das Ding mal runter zu zehren hier. So, diese kleine Platte ist das. Ein wahres Monster. Ja, aber die kriegt der Don Transporter, kriegt er die, glaube ich, rein. Die ist ja nur 2,75 Meter. So, die werde ich jetzt gleich mal rausdrehen. Die muss ich bis nach vorne schieben und dann so ein bisschen rausdrehen und dem. So, Platte erfolgreich abgeliefert. Jetzt muss gleich Carsten hier rückwärts raus. Manövrieren hier in den Schlitten. So, geht los jetzt hier die Aktion. Rückwärts raus. Früher standen hier noch so Bäume, die haben sie aber weggenommen jetzt. Da kam es da ganz schlecht durch, muss ich noch um die Bäume rumzirkeln hier so. In der Straße.
Ja, aber heute ist hier ein bisschen mehr Verkehr, weil das eine Umleitung ist, weil da hinten ist die Straße gesperrt, sonst kommt hier kaum ein Auto oder ist er nicht weiter so wild mit dem rausfahren. Aber heute ist hier ein bisschen Verkehr. Ich halte mal hier Wache, dass hier keiner reinfährt. Ja, Lübe, der geht ein bisschen schneller, eh? Straßenwarte! So, los! Feuer, Marianne! Feuer, Feuer, Feuer! Feuer frei. Diese 1A geklappt.